Okay, könnten Sie uns ein paar Fragen zu Graffiti in der DDR beantworten? Ja. Kann ich machen. Ich würde mich erst mal kurz vorstellen. Also mein Name ist Andy K. Künstlername Andy K., genau. Und ich bin ca. 1984, 1985 das erste Mal mit Hip-Hop in Kontakt gekommen. Also alles, was halt Hip-Hop umfasst. Das ist halt Graffiti, das sind halt also die DJs, die halt auflegen. Das sind halt die Breakdancer, die B-Boys werden die heutzutage genannt. Und es ist halt so, dass ich da halt also heutzutage immer noch aktiv bin. Also ich mache halt Graffiti und Street Art und bin halt auch als DJ aktiv, tätig. Genau. Also wenn man mit Hip-Hop zu tun hat, hat man ziemlich viel zu tun. Also, oder? Man hat viel zu tun, ja. Na? Okay. Welche Farben haben Sie so benutzt? Also über den Lauf der Karriere? Im Prinzip gibt es jetzt halt also auch zwei Unterschiede, wenn du halt fragst, wegen Farben benutzen. Also einmal die Zeit also in der DDR dann praktisch nach der Wende halt. Also genau, also zu DDR-Zeiten war das halt so, dass es halt also einen Film gab, Beat Street nannte der sich. Da habe ich halt also dort die DVD mit. Und da war es halt so gewesen, dass das ein Film war, der eigentlich also sich um die ganze Hip-Hop-Kultur drehte. Und eigentlich dazu gedacht war, damals halt, wo der rauskam, den Jugendlichen in der DDR halt auch ein bisschen zu zeigen, wie schlecht das den Leuten halt praktisch in der Bronx geht, halt in Amerika so und in den armen Vierteln. Und das war aber so, dass halt also wie gesagt diese ganze Hip-Hop-Kultur dort gezeigt wurde und dass das so eine Begeisterung auslöste bei Jugendlichen hier in der DDR, dass also viele das praktisch nachgeahmt haben, was halt dort in dem Film lief, also Graffiti und Breakdance und DJing. Und wie gesagt, also man wollte da halt also alles machen, was in dem Film gezeigt wurde. Und dann war es aber so, dass nachdem der Film gezeigt wurde, also die Sprühdosen, mit denen man normalerweise Graffiti macht, wurden aus dem Handel genommen. Also gab es halt nicht mehr draußen zu kaufen, weil halt also eine bestimmte Angst da war, dass damit politische Parolen gemalt wurden und halt praktisch, also dass das halt ein Angriff auf das ganze System halt gewesen wäre. Deshalb gab es halt keine Sprühdosen mehr. Und wir haben das dann halt so gemacht, dass wir mit Textilmalfarben haben wir uns sogenannte Backpieces gemacht. Das sind halt so Rückenbilder auf Jacken, wo praktisch unsere Breakdance-Crew dann halt also zum Beispiel vom Namen her mit erwähnt wurde. Oder wir haben halt T-Shirts uns bemalt. Und wie gesagt, das Sprühen draußen, das war halt, gab es halt in dem Sinne nie. Wir haben uns halt dann von Studenten, haben wir uns Sprühdosen mal mitbringen lassen. Da haben wir so einen Jugendclub gestaltet. Und ansonsten gab es halt noch Schuhspray. Das war halt also eigentlich eine Farbe, mit der man halt also Schuhe repariert hat, so ausgebessert hat. Ja. Da gab es halt nur 3 oder 4 verschiedene Farbtöne. Und mit denen hat man dann aber halt dann auch schon Bilder gesprüht. So. Oder halt mit Wandmalfarbe hat man teilweise auch Bilder gemalt. Also, ja. Und ab wann konnte man dann die Farben wieder oder die Spraydosen wieder öffentlich kaufen? Praktisch ab der Wende. Also wo dann halt also einiges Deutschland gewesen ist. Da gab es ja praktisch dann alles die Sachen, die es halt zu DDR-Zeiten nie gab. Also das umfasste halt noch viel mehr. Das waren jetzt nicht nur die Sprühdosen, sondern es gab zum Beispiel dann halt also auch Plattenspieler, es gab halt also Platten, mit denen man auflegen konnte. Es gab halt also, ja, zum Beispiel, wenn man jetzt tanzt, dann ist es ja so, dass man halt auch gute Turnschuhe braucht zum Beispiel. Das war halt auch ein Problem in der DDR, da an Turnschuhe ranzukommen, die halt also einigermaßen geeignet dafür waren. Und man wollte natürlich auch so aussehen, wie die Vorbilder, die es halt in den Filmen dann halt gab. Habe ich jetzt hier zum Beispiel, wenn du jetzt die Platte mal gibst dort, die Schallplatte. Das seht ihr jetzt hier drauf. So sahen früher halt praktisch die Breakdancer, die B-Boys aus in Amerika.
Wir hatten halt dann also so eine Anorak-Stoffanzüge oder so Trainingsanzüge an, teilweise halt auch von Adidas, von Puma und so. Und das gab es halt alles in der DDR nie. Und wir wollten aber so aussehen wie die Leute damals. Und da haben wir uns praktisch halt also auch so eine Sachen praktisch also nachgemacht. Wir haben zum Beispiel so, also da haben wir einen Kumpel gehabt in Chemnitz von der Planet Dance Crew, das war so eine Breakdance-Gruppe. Der hat für alle möglichen Leute so Anorak-Stoffanzüge selber genäht. Praktisch und von Puma dann halt wie von Puma so einen Streifen reingenäht. Und dann gab es halt in der GSSR, in der Tschechei, gab es halt so eine Off-Bügler, Puma und Nike und Adidas. Die hat man dann mit einem Bügeleisen praktisch noch aufgebügelt, damit das halt original aussah. Ich habe sogar einen Kumpel, der hat sich praktisch weiße Turnschuhe gekauft und hat dann halt also in Puma Streifen drauf gemalt mit Filzstift, dass das halt so aussah. Genau. Da hätten wir noch ein paar Fragen Ja. zu den Einzelnen, also was das Graffiti generell angeht. Also gab es früher noch irgendwie extra Sachen, die man irgendwie dran kletten oder dran kleben musste, oder haben die Spraydosen früher genauso funktioniert wie heute? Also einfach nur draufdrücken und dann geht's los. Na, die Dosen, die haben eigentlich genauso funktioniert. Also wir hatten ja, wie gesagt, dann auch nach der Wende die Sprühdosen, die ersten Farben. Da war es halt so, dass die halt also nicht so gut gedeckt haben wie die Farben, die es halt heute gibt, zum Beispiel. Also die hatten nicht so eine hohe Deckkraft. Und wir wussten am Anfang nicht, dass es halt also, dass die Sprüher im Westen, dass die halt verschiedene Aufsätze, verschiedene Caps benutzen. Also wir kannten nur diese Standard-Caps, die auf den Dosen drauf sind und haben uns immer gewundert, warum die so dünne Linien malen konnten zum Beispiel oder so breit gemalt haben. Und da haben wir dann, irgendwann haben wir mitgekriegt, dass das an den Caps lag, an den Aufsätzen. Und da sind wir dann halt, also haben wir auch von Parfümflaschen zum Beispiel die Aufsätze, die Sprühköpfe also verwendet und halt also ausprobiert, wie die halt funktionieren. Und irgendwann haben wir mitgekriegt, dass es für die Graffiti-Sprüher extra praktisch verschiedene Aufsätze gibt, mit denen die dünn oder breit sprühen können. Aber das haben wir am Anfang auch nie gewusst. Ansonsten die Dosen waren im Prinzip eigentlich, also haben nach demselben System funktioniert. Na? Okay, wieso war dort sozusagen Graffiti verboten? Oder wie kam Na, es dazu? wie gesagt, also weil halt diese Angst da war, also vom System her, von den Oberen her, dass halt praktisch also Parolen gesprüht werden, die halt vielleicht die Leute irgendwie in Aufruhr bringen könnten oder so, oder die halt gegen das System gerichtet waren. Und deshalb haben die halt die Sprühflaschen aus dem Handel genommen, sozusagen. Danke. Was gab es dort sozusagen für Styles? Also wie wurden die angewendet und wie sahen die ungefähr aus? Ja, im Prinzip hat man sich nach dem gerichtet, was man jetzt also als Vorgabe in dem Film sah, also in dem Film Beat Street. Das waren halt diese Oldschool-Styles, die es halt also in den 80er Jahren halt gemalt wurden. Das waren so Block-Styles oder halt Simple-Style nennt man das halt, also oder Bubble-Style. Und ich habe hier mal was mitgebracht. Das ist zum Beispiel ein Bild, was ich 1985 gemalt habe mit Filzstiften für einen Kumpel. Und da seht ihr halt also auch, wie so diese alten Sachen halt aussahen. Da habe ich praktisch unsere Breakdance-Gruppe gemalt. Das sind wir halt so als Comicfiguren. Hier seht ihr ja auch praktisch also so Rap Machine war an der Seite dran. Das war unser Crewname von B-Boys her, Rap Sieht Machine. cool aus. Und das habe ich halt für die befreundete Crew gemalt, die sich Flash Club nannte aus Dresden. Da seht ihr auf dem Bild zum Beispiel hier. Da ist das ähnlich wie in Beat Street halt zu sehen ist. Da ist halt eine Stadtsilhouette drauf von New York. Da ist halt ein Ghetto Blaster drauf, wo die Musik rauskommt. Da sind so halt also unsere Namen mit reingemalt oder so eine Begriffe wie South Bronx oder Hip Hop, Don't Stop. Was steht hier noch?
In the Dancing in the Street zum Beispiel, Hip-Hop, New York steht hier mit drin, DD64 steht mit drin. Das war damals der Radiosender, den es zu Ostzeiten gab. Genau. Hat die Kunst, also hat Ihre Kunst oder generell die Graffiti-Kunst vielen Leuten gefallen oder fanden es viele Leute cool und wenn ja, wie viele? Ja, zu Ostzeiten war das halt so, dass praktisch die Leute eigentlich gar nicht wussten, was das halt ist, Graffiti. Achso. So, also das ist im Prinzip nur dieser Kreis, der sich halt damit beschäftigt hat, so die Jugendlichen, die das halt ausgeübt haben, die wussten, was Graffiti ist. Ansonsten die normale Bevölkerung wusste das halt nie. Also es gab zwar also zu Ostzeiten auch Wandbilder, die gemalt wurden, aber die hatten mehr so politischen Charakter gehabt. Und also jetzt aber in diesem Stil, wie halt also ein typisches Graffiti ist, wie er das halt kennt, gab es eigentlich nichts, was zu sehen war. Also Ende der 80er war halt also noch ein Kumpel von mir, der Gabor, der hat halt also einen Trickfilm gemacht damals. Here We Come, ach nee, Here We Come hieß da nie, da hieß My Neighborhood. Genau. Und da war, also das ging halt auch um diese Breakdance-Gruppe von Quick Animation. Und da hat er damals hier drüben praktisch an der Alaunstraße, da ist dann, also wo jetzt praktisch das Dropout-Records ist, da stand früher praktisch ein anderes Haus, das ist weggerissen worden. Und dort hat er praktisch an die Wand gemalt, also Quick Animation, also den Namen von seiner Breakdance-Crew. Und das hat er aber mit Wandfarbe rangemalt, also nicht mit Sprühdose, sondern mit normaler Acrylfarbe und Pinsel. Und da war es halt so gewesen, also das hat er mir halt, also das ist auch auf dem Film hier mit drauf, diese Geschichte, wo die das damals gemalt hatten. Da gab es ja praktisch hier in der DDR die sogenannte Stasi, Staatssicherheit. Das war praktisch so ein Überwachungsapparat, die halt also die Leute kontrolliert haben. Und die, also praktisch also alle Leute, die halt gegen das damalige System waren, also versucht haben, mundtot zu machen, wegzusperren oder halt also da immer drauf geachtet haben, was die Leute sagen und erzählen und so. Und da war es halt so gewesen, wo die das Bild gemalt haben, hat auf der anderen Straßenseite dann ein Auto geparkt, wo so Leute drinnen saßen von der Stasi und die haben das Ganze beobachtet und dann war das halt wahrscheinlich total suspekt, die konnten damit nichts anfangen. Und wo der Gabor und seine Freunde praktisch fertig waren mit dem Bildmalen, sind die halt ausgestiegen und sind halt hingegangen, haben sich das angeguckt und haben halt gefragt, was das Ganze soll. Und der Gabor hat halt gesagt, naja, also ist doch schöner so, also wenn es halt, wie es jetzt dran ist, ist halt bunt, ist halt nie grau. Und mit der Aussage konnten die aber im Endeffekt nichts anfangen und haben die Leute laufen lassen. Also die konnten dann halt ihre Sachen zusammenpacken und halt gehen. Und das war dann halt unverständlich, wie jemand also was Buntes an die Wand malen konnte. Also aus welchem Grund, die haben immer nach einem Grund gesucht, warum man das dann eben macht. Und aber also das ist denen nie in den Sinn gekommen, dass man einfach ein Bild malt, weil es schön ist. Also auch weil man das selber möchte, ein Bild zu malen. Sozusagen. Die haben halt immer dahinter vermutet, dass es irgendeine politische Aussage hat. Ja. Dann komme ich gleich zu einer anderen Frage. Ob früher, also heutzutage gibt es ja viele Sachen, die schön aussehen und wo die Leute sich auch wirklich Mühe gegeben haben. Und es gibt auch Sachen, wo einfach nur irgendwelche kleinen Wörter stehen, mit einer Linie oder so in Grau. Das finde ich eigentlich nicht immer so schön und dort, wo ich wohne, also in dem Stadtteil, also hinten in der Neustadt, also wir sind ja auch in der Neustadt, aber dort hinten, da sind ganz viele Häuser überall beschmiert und so. War das früher auch so, dass da ganz viel beschmiert wurde oder wurde da auch mehr Kunst gemacht als? Ja, im Prinzip war es ja so, dass ja das mit dem Graffiti in Dresden ging ja dann erst nach der Wende richtig los, ne? Weil vorher waren ja die Möglichkeiten gar nicht so da. Und da war es halt so, also praktisch das, was du meinst, das sind halt die sogenannten Tags, wo man halt also einfach nur kurz seinen Namen hinschreibt und also das für viele praktisch auch also unleserlich ist so von der Sache her.
Und also diese Text, das ist aber halt so, dass das die Ursprungsform von Graffiti ist. Also Ach so hat so. alles angefangen. Also Graffiti hat sich daraus entwickelt, und zwar war das so gewesen, dass praktisch diese Tags wurden damals, also kommt ja aus Amerika, Graffiti. Und die Jugendlichen, die haben das halt also in ihren Vierteln halt überall angebracht, ihren Namen oder den Namen praktisch von ihrer Gang sozusagen, von ihrer Gruppe, wo die halt drinnen waren. Also teilweise auch um ihre Reviere zu markieren, so abzugrenzen. Also zu sagen, hier ist halt die Gruppe aktiv zum Beispiel, und dort ist halt also betretet nicht unser Gebiet sozusagen. Und dann haben das halt also ganz viele Leute gemacht mit diesen Tags. Und dann gab es halt mal in New York einen Zeitungsbericht. Da gab es halt also einen Zeitungsjungen, der so Zeitung ausgetragen hat. Und er hat halt auch überall sein Tag hinterlassen. Das nannte sich, also da nannte sich Tagi 183. Und zwar Tagi war praktisch sein Spitzname. Und die 183 war die Straße, wo er gewohnt hat. Ach ja. So. Und dann war es halt so gewesen, dass das halt ganz viele Leute halt cool fanden. Gab es, wie gesagt, auch diesen Zeitungsbericht, und alle haben das nachgeahmt. Und dann ist es aber so, wenn du halt ganz viele Tags nebeneinander hast, dann fällt halt also ein einzelner Name nicht mehr auf. Das geht halt in dem Ganzen unter. Na, und da haben die halt angefangen, ihre Tags halt größer zu malen. Also Buchstaben größer zu malen, bunter zu malen. Dann kam halt noch dieser Background dazu, also der Hintergrund. Das habt ihr halt auch hier zum Beispiel drin. Dann wurden noch Figuren mit dazu gemalt, und so entwickelte sich das Ganze, und also auch ist dann zu einer Kunstform geworden, wie du das eben also heute kennst, wenn du sagst, also aufwendig gestaltete Graffitis, wie es auch hier an der Luise ist, das gefällt dir und ist halt so, aber das Ganze hat sich praktisch aus diesen Tags entwickelt. So, es ist natürlich so, dass das halt vielen Leuten nicht gefällt, also den, gerade denen, denen die Häuser gehören, weil es eine Sache ist, die praktisch also illegal ausgeführt wird. Also die Leute gehen hier hin und fragen den Besitzer, ob die da einen Tag dran malen dürfen, sondern die machen das einfach. Und das darf man halt nie. Also das steht halt unter Strafe. Und wie gesagt, wenn das dem Besitzer halt nicht gefällt, was da dran gemalt wurde, dann tut er praktisch eine Anzeige stellen wegen Sachbeschädigung. Also weil seine Sache beschädigt worden ist, sein Haus, sein Eigentum. Und wenn derjenige ermittelt wird, der dort halt dran gemalt hat, dann musste halt eine hohe Geldstrafe bezahlen. Und bei der Bahn, bei Zügen ist das halt genauso, wenn halt Züge bemalt werden, das darf man halt auch nie. Und gibt es halt auch hohe Geldstrafen. Da habe ich halt auch einen Kumpel, der hat halt also 30.000 Euro bezahlen müssen, weil der halt ganz viele Züge gemalt hat. Und der hat das dann abgearbeitet, indem er Aufträge gemalt hat. Also indem er halt schöne Sachen gemalt hat, in dem Sinne, in Anführungsstrichen, die den Leuten gefallen, und davon hat er dann halt das abbezahlt. So. Und ja, was kann man sonst noch dazu erzählen? Genau. Und es ist halt so, wie gesagt, es gibt halt dieses, also illegale Graffiti nennt man das, wenn man halt ungefragt was anbringt. Und dann gibt es aber auch das legale Graffiti. Das seht ihr hier drüben zum Beispiel an der Scheune, gibt es halt Flächen, wo man halt also ranmalen kann mit Erlaubnis, also wo das halt erlaubt ist, und da kann man halt also malen. Und deshalb ist das auch so, weil es halt viele Leute gibt in der Stadt, die das gerne machen, tun die sich dort immer gegenseitig übermalen. Also deshalb ist das halt immer andere Bilder dran. Gibt es auch manchmal Ärger zwischendurch, weil jemand das nicht cool findet, was das sein Bild übermalt wird. Aber wie gesagt, wir sind immer auf der Suche nach neuen legalen Flächen. Wir machen es auch teilweise so, dass wir Besitzer, wenn uns eine Wand gefällt, machen wir einen Besitzer ausfindig, fragen den, ob er halt was dagegen hat, dass wir dort halt dran malen. Und wenn der sagt, nee, könnt ihr machen, dann haben wir wieder eine neue Fläche zum Bemalen. Da habe ich noch eine Frage, eine ganz neue. Haben Sie schon mal, also sind jetzt nicht persönlich gemeint, aber haben Sie schon mal Ärger mit jemandem bekommen, weil Sie wegen Graffiti? Mit der Polizei oder so? Früher, ja. Also ich habe früher auch illegal gemalt, wo ich angefangen habe, weil man das einfach nie wusste. Also man hat einfach losgemacht. Also hat halt irgendwo eine Wand gesehen, hat dann halt rangesprüht. Und da gab es halt auch noch keine also legalen Flächen, wo man halt also ranmalen konnte zum Beispiel. Das ist heute alles einfacher. Ich habe das halt auch eine ganze Weile gemacht, weil das halt praktisch auch für mich ein bestimmter Reiz halt war, illegal zu malen.
Und wir sind halt auch ein paar Mal erwischt worden, sozusagen. Und gab es aber in dem Sinne jetzt keine Konsequenzen, weil also das alles Wände waren, wo der Besitzer praktisch, also wo das irgendwelche Abrissgebäude waren, wo es halt eh keinen interessiert hat. Oder der Besitzer, also uns ist einmal passiert, dass wir erwischt worden sind. Der Besitzer hat sich das angeschaut, fand das gar nicht so schlecht und hat dann gesagt: Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt hier einen Auftrag dran malen. So, und damit sind wir halt um diese Strafe drumherum gekommen. Na. Einmal habe ich auch ein Bild mit ihrer Unterschrift gesehen an Casablanca hinten. Genau. Das, wo mit dem Taucher, der sich an diesen Walfisch rangeheftet hat. Genau. Da stand auch NDK Punkt unten in der Ecke. Das fand ich ziemlich cool. Und das Ding ist halt also, das ist im Prinzip, machen das auch andere Leute, die halt Kunst machen. Wenn man so ein Bild malt irgendwo, egal ob auf Leinwand oder an der Wand draußen, dann macht man halt immer seinen Künstlernamen sozusagen, schreibt man drunter, damit das die Leute halt Ja. erkennen, wie du eben jetzt, dass du halt sagst, ah, das hat er gemalt, und dann Ja, tust du aber. das dir merken und dann guckst du vielleicht, wenn dir das gefällt, ob du noch andere Bilder findest. Aber viele Leute machen das ja auch nicht, weil es gibt ja auch viele Künstler, die nicht wollen, dass man zu viel über die weiß, die dann nicht mal die dann nicht den Namen dazu schreiben oder so. Das sind meistens die, die es illegal malen. Ach so. Na? Aber im Grunde genommen ist das halt so, also auch wenn du eine Zeichnung machst oder so, dass dann halt so ein Kürzel drunter kommt, also wie so eine Art Unterschrift, wer das Ja. halt gemalt hat. Na? Okay. Das hat auch bestimmt damit zu tun, was man malt, Genau. ne? Weil gibt es Also unterschiedliche es gibt zum Stile. Beispiel auch bei den Graffiti-Leuten, die halt illegal malen, gibt es welche, die halt mit vielen verschiedenen Namen zum Beispiel arbeiten, damit man das halt nie so nachvollziehen kann, wer jetzt halt wo gemalt hat. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, Graffiti zu malen? Also, wie hat Sie es seit wann hat Sie es interessiert Ich habe oder? das, wie gesagt, das erste Mal damals in diesem Film gesehen, Beat Street. Und Wann kam der war raus? 1985. Ist ja eigentlich schon ziemlich lange her. Nur 30 Jahre jetzt. Und war davon halt sehr fasziniert gewesen, habe das, wie gesagt, nachgeahmt. Und dann gab es zu DDR-Zeiten noch zwei Bücher, die halt rausgekommen sind. Das war Spreken Art und Subway Art. Und in dem Subway Art ging es halt um die New Yorker U-Bahn Graffiti damals. Und da hat man praktisch, also ich habe auch so angefangen, dass ich erstmal die Sachen nachgemalt habe, ne? Also die dort irgendwie zu sehen waren. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Schriftzug irgendwo stand, Hip-Hop oder so, dann habe ich halt versucht, den nachzumalen, also auch die Buchstabenformen und so. Und die Charakter habe ich, also Charakter sind halt diese Figuren, ne? Da habe ich halt ganz viel auch, also in Anfangszeiten auch aus Comics abgemalt. Also Figuren, die mir gefallen haben, die ich halt cool fand, irgendwelche Monster oder so, die habe ich dann versucht abzumalen. Das kenne ich. Na? Und irgendwann, wenn du ganz viel so eine Sachen abgemalt hast, da wird es dir mal dann zu langweilig, wenn du das kannst. Und dann fängst du an, eigene Sachen zu machen. Ich male auch gerne, aber mir gehen in letzter Zeit die Motive aus. Ich weiß nicht mehr, was ich malen soll. Ja, dann musst du dir mal eins ausdenken, wie sowas aussehen könnte, und dann versuchst du das zu Ich male malen. ganz oft Gesichter oder, naja. Gesichter malen ist cool. Bist du da, hast du schon einen Fan? Endlich gibt es da auch mal einen Ton ab. Okay, und jetzt nochmal was kurz zu dem Hip-Hop. Gab es Aua. da auch schon in DDR früher so Battles und sowas? Gab's, ne? Also Breakdance Battles gab's, also das war meistens auf der Straße. Wir haben halt ganz viel auf der Straße getanzt damals, eigentlich fast jedes Wochenende. Und in Dresden alleine gab es mindestens 10 Breakdance-Crews, also Breakdance-Gruppen. Und war halt eigentlich immer Wettbewerb, immer Battle gewesen, jedes Wochenende. Genau. Okay. Ja. Fällt uns jetzt nicht wieder ein, glaube ich.
Naja, wir hätten eigentlich schon fast alle Fragen durch. Eigentlich alle. Benutzen Sie viele Farben oder benutzen Sie eher oft dieselben? Oder? Das kommt halt drauf an, was ich mache. Also ich mache heutzutage viel so Mischtechniken, wie also Collage wird das eigentlich auch genannt, wenn ich draußen an der Wand male. Und das ist halt immer dann so eine Mischung zwischen Sprühdose und Wandfarbe, also das mit einem Pinsel zum Beispiel gemalt. Ich nehme auch manchmal Zeichenkohle, was ich halt verwende. Und gehe aber eigentlich relativ sparsam mit den Farben um. Also mache jetzt nicht so, dass ich jetzt 20, 30 Farben brauche, sondern reduziere das. Genau. Und kann man Ihre Kunst oder etwas über Ihre Kunst auch im Internet finden oder so? Ja, kannst du finden. Also bei Facebook habe ich praktisch so eine Fanseite, wo halt Bilder von mir zu sehen sind. Das ist unter NDK Bandits, kann man da Sachen finden. Genau. Okay. Ich habe eine Frage. Ja. Was denkst du jetzt für heutige Tage Street Art? Wie hat sich das entwickelt für dich? Also positiv, negativ, so ein bisschen kurz Blick, weil heute ist, naja, nicht fast jeder, aber es sind schon mehrere Leute dran, um Graffiti zu machen und Street Art zu machen überhaupt. Ja, es ist ja so, dass er praktisch die sogenannte Street Art. Ist ja, also bezeichnet man eigentlich, also Graffiti gehört normalerweise halt dazu, also eigentlich zu dem Überbegriff Urban Art. Also ich nehme auch lieber den Begriff Urban Art, weil das praktisch alles umfasst, was in der Stadt passiert. Und Street Art ist ja praktisch, da ist meistens so Graffiti normalerweise ein bisschen ausgeklammert. Und wie gesagt, das hat sich ja vielleicht so die letzten 10, 15 Jahre entwickelt. Dass halt auch mit anderen Materialien, wie jetzt also mit Sprühdose gearbeitet wird auf der Straße. Also da gehören halt, gibt es viele Sachen, da gehören halt zum Beispiel Sticker mit dazu, also Aufkleber, Paste-Ups, also die Sachen, die halt verklebt werden. Dann halt irgendwelche Plastiken aus Schaumpolysterol oder aus anderen Sachen, die halt hergestellt werden, die auf der Straße dann praktisch angebracht werden. Dann also das Schablonengraffiti. Zählt man damit rein, das sind die Sachen zum Beispiel, was halt auch Banksy macht, also Stencils wird das halt genannt. Und ja, also ich mache das praktisch genauso wie jetzt halt also Graffiti. Ich mache halt auch viel Paste-Ups und halt Sticker und sowas, tue das halt auch verkleben. Und für mich ist das halt eigentlich eine positive Entwicklung. Und also gerade wenn man jetzt in Dresden in der Neustadt halt guckt, also dass das halt auch mehr Leute wären, die sowas machen. Weil also dadurch ist halt also eine große Vielfalt vorhanden oder das wird halt immer, ist halt, also ich sehe das zum Beispiel jetzt in der Neustadt auch wie eine große Collage, was da halt auf der Straße passiert. Dass halt also mit verschiedenen Mitteln gearbeitet wird, dass halt die Leute auch, also es ist wie eine große Galerie eigentlich, also wo die Leute halt gucken können. Und da gibt es nur halt auch also verschiedene Meinungen dazu. Also die einen finden das halt gut, was da halt passiert, dass die halt also, sage ich mal, Kunst auf der Straße halt sehen. Anderen ist das halt zu viel. Die sagen halt, also ich will das halt nicht. Ich will lieber saubere, cleane Wände haben. So, das ist halt eine Ansichtssache. Aber ich sage halt auch immer, wenn halt also die Leute können sich halt auch nie wehren oder was dagegen haben, wenn die halt Werbung vorgesetzt kriegen. Das müssen die genauso praktisch also akzeptieren und halt also konsumieren. Und warum soll ich praktisch also auch als Individuum, als Einzelperson nie auch zeigen, dass ich halt da bin und meine Sachen irgendwo anbringe? Also, genau. Ja, weil so gerade, ich wohne jetzt nicht so lange in Dresden, ich kann das nicht nachvollziehen, aber zum Beispiel, man erkennt die Leute, wenn man auf die Straße läuft. Und jetzt ist das mit dem Multikulti, ne? Dann erkennt man auch ein paar andere Motive und so. Denkst du, dass Dresden einen eigenen Style hat schon? Von Street Art her? Oder von Techniken oder? Es gibt also einige Sachen, die sind praktisch halt also. Ja, die sind ein bisschen halt was Besonderes, so. Aber das ist halt nie irgendwie, also, sag ich mal,
So Dresden-abhängig oder so, das sind, also das liegt an den Leuten, die das halt machen. Das ist nicht allgemein ein verbreiteter Style, den mehrere Leute machen. Es gibt halt einzelne Aktive, die halt einen ganz bestimmten Stil haben. Also wie zum Beispiel der Benus, der Victor, das ist halt ein Mexikaner. Der macht so Pinselgraffiti, also so Kalligrafie-Sachen. Das gibt es halt also in anderen Städten halt auch. Das machen auch andere Leute. Aber er hat halt eine ganz bestimmte Form. Also bei ihm ist halt also auch der Hintergrund, wo er herkommt, halt also das, aus Mexiko praktisch das Traditionelle, diese Indio-Kultur ist da halt noch mit drin. Also auch von der ganzen Mystik her und so halt vom ganzen Hintergrund halt, das sieht man das praktisch, also dass da das halt mit drin steckt, das würde ich, also sowas würde ich halt also als was Besonderes sehen. Dann gibt es zum Beispiel Leute, die so Faltgeschichten machen, also die so aus Pappkarton und Sachen halt so wie Origami-Geschichten halt machen und das in der Stadt halt verteilen so. Das ist halt auch relativ selten. Also kenne ich halt auch nie so, dass das halt in anderen Städten so großartig irgendwie sowas gibt. Das hängt aber halt also wie gesagt immer von den Leuten ab. Also wenn die jetzt zum Beispiel in eine andere Stadt ziehen, dann sind die eben dort aktiv. Also das ist jetzt kein Dresdner Phänomen sozusagen, sondern also sag mal, je mehr Leute das halt machen, desto mehr ist das halt also mir gefällt das dann halt praktisch, ne? Ja. Ja. Ich Fällt jemandem habe noch sehr was viele ein? Fragen, aber wenn ihr noch was habt. Nee, wir haben Nein, noch aber wir nicht. haben keine Fragen Fällt mehr. euch noch was ein zu den Sachen, was auf dem Tisch liegt? Naja, das sind die meisten Sachen nicht so wichtig eigentlich. Was ich jetzt mitgebracht habe, So, ja. zum Beispiel das hier auch. Das und warum der Bleistift mit auf dem Tisch liegt. Naja, Bleistift vielleicht wegen irgendwelchen Vorzeichnungen. Nee. Wollen Sie irgendwas vorzeichnen? Nie unbedingt. Ich will euch halt also zu der Kassette. Wisst ihr, also Kassetten kennt ihr oder nie? Ja. Du? Kennst du Kassetten? Du auch? Ja. Okay. Das war halt praktisch so, dass halt zu DDR-Zeiten, wenn man halt also als DJ auflegen wollte, in einer Diskothek oder so, dann gab es, war also hier Platten zu kaufen, aber das waren meistens Platten, also wo Musik drauf war, nach denen die Leute eigentlich nie tanzen wollten. Die wollten eigentlich noch Musik tanzen, also was halt im damaligen Westen halt praktisch lief und wo man halt, also was es hier nie auf Schallplatte gab. Deshalb war das halt so gewesen, dass man halt ganz viele Sachen also aus dem Radio aufgenommen hat oder von Leuten, die praktisch so eine Platte besessen Und das müssen wir arbeiten. haben. Und wie gesagt, also wir haben uns dann halt so eine Cover gestaltet zum Beispiel. Hier steht halt Hip-Hop drauf. Und haben uns dann praktisch hier auch mit auf die Kassetten oder hier hinten mit drauf geschrieben, was auf den Kassetten dann drauf ist. Und wenn man jetzt als DJ aufgelegt hat, dann war das halt so, wenn ihr jetzt das Band seht, dann muss man ja praktisch, wenn man dort einen bestimmten Titel gesucht hat, muss man ja wissen, wie man den halt findet, ne? Und da war halt also an den Kassettenrekordern oder Kassettendecks war halt so ein Bandzählwerk angebracht. Das halt praktisch, wenn die Kassette lief, hat das halt praktisch immer mitgezählt. Und da wusste man, okay, wenn man jetzt aufnehmen wollte, bei der Nummer 43 meinetwegen, ist halt also der Titel zu Ende, den ich gerade aufgenommen habe. Und da kann ich das nächste aufnehmen. Und wenn man jetzt damit aufgelegt hat in der Diskothek, war es halt genauso. Wenn man jetzt einen bestimmten Titel gesucht hat, hat man das praktisch auf Null gedreht halt, also und dann praktisch hat man dann gespult bis zu der Nummer, wo der Titel halt dann kam, den man halt haben wollte. So, und meistens hat man dann praktisch aber das ja nie gleich irgendwie gefunden, wenn man da gespult hat, oder besser gesagt, man hat diese Zahl nie erreicht, die man halt haben wollte. Und da hat man das dann so gemacht, dass man praktisch dann das Tape rausgenommen hat, hat dann so einen Bleistift gehabt, hat dann hier reingetan und hat dann hier noch ein Stückel nachgedreht zum Beispiel. Bis halt die Stelle kam, wo dann der Titel losging oder wo man halt was neu aufnehmen wollte.
Genau. Und da könnt ihr halt, wenn ihr vielleicht noch Tapes zu Hause habt, irgendein Hörspiel oder so, wenn ihr da eine bestimmte Stelle sucht oder wo halt was losgehen soll, dann könnt ihr eure Eltern damit überraschen, dass ihr dann halt mit dem Bandsägewerk arbeitet, zu der Stelle spult und dann nehmt ihr das Tape raus und den Stift und dreht das dann so zu der Stelle, wo ihr halt hin wollt. Kennt ihr bestimmt noch von früher. Genau. Ja, fällt jemand noch was ein? Wenn nein, dann 36 Minuten. Dann. Na, ihr habt doch gesagt, das Interview geht jetzt in einer Stunde ungefähr. Ich weiß nicht, es geht erst ja. eine halbe Stunde. Es geht könnt ihr noch nicht mal eine Sachen fragen Dreiviertelstunde. zur heutigen Zeit, vielleicht Street Art Graffiti, wenn euch da noch was einfällt. Nee. Welche Techniken wenden Sie da so an? Was bei Street Art und Graffiti? Ja. Na, ich persönlich, wie gesagt, mal halt an der Wand noch mit Sprühdose, Zeichenkohle. Pinsel und mache aber im Prinzip auch Paste-Ups. Also Paste-Up, das sind halt Sachen, wenn man halt auf Papier was malt, zu Hause zum Beispiel, und tu das dann draußen verkleben. Und Sticker mache ich halt auch noch. Na? Das ist natürlich, wenn man jetzt sowas macht, das ist halt eigentlich auch verboten, wenn man Paste-Ups oder Sticker verklebt draußen jetzt hier in der Neustadt. Aber das gilt halt also jetzt nie als Sachbeschädigung. Wenn man da jetzt erwischt wird, dann ist das also eine sogenannte Ordnungswidrigkeit. Das ist, wenn du, als wie ein, als wenn du ein Kaugummi irgendwo hinspuckst, wenn du das. Also das wird jetzt nie so streng geahndet, als wenn du jetzt mit einer Sprühdose irgendwo was ransprühst oder so. Weil das jetzt keine Beschädigung von einem Untergrund ist, sondern das ist halt also gilt halt als Veränderung des Untergrunds. Also man kann das halt auch wieder wegmachen. Man kann das halt auch, wenn man das einweicht zum Beispiel, kann man das dann wieder runterziehen, runterreißen oder so. Und mir macht das auch, wie gesagt, halt Spaß, da halt also auch meine Umgebung mitzugestalten. Das ist mir ein inneres Bedürfnis. Ja. Also ich merke das halt auch, dass das den Leuten gefällt. Also von verschiedenen Seiten her, dass dann, wenn die halt mitkriegen, okay, da stehe ich halt, oder stecke ich halt dahinter, hinter dem Bild oder so, dass sie dann eben ankommen und sagen, das gefällt mir, oder ich gucke halt praktisch nach Sachen, wo ich noch was von dir finde. Es ist auch teilweise sogar so, dass halt, wenn Sachen von mir überklebt werden, dass sie dann wieder freigerissen werden, dass sie dann wieder zu sehen sind. Genau. Ich hätte jetzt noch eine allgemeine Frage zu dem, was wir hier gerade machen. Also, wird es dann aufs Internet gestellt, das, was wir hier aufnehmen? Oder? Wird das ins Internet gestellt, was wir aufnehmen? Es kann sein, dass es ein, ja, dass wir das im Blog Achso, so ja. geschnitten dann halt Ja. eben Können Sie mal so. dann noch ein Foto von Ihnen machen oder ist das nicht erlaubt? Könntet ihr machen, ja. Wirklich? Mhm. Okay, dann ist das Interview jetzt beendet oder fällt jemandem noch was ein? Bis eure Interviewrunde. Ja. Also mir fällt nichts mehr ein. Mir auch nicht. Ich würde sagen, das Interview ist beendet. Und was sagt man? Okay, vielen Dank für Na, das bitte. Interview. Das Interview. Bis zum nächsten Mal. Na, okay.